Was glaubst du? Wer sind die wahren Gewinner in dieser Krise? Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja klar, Amazon und Co., die Großen halt. Stimmt das wirklich? Ein großes Schiff hat mehr Platz, ist richtig. Aber ist es genauso wendig? Ist es genauso flexibel wie du zum Beispiel? Und wie geht dieser Satz weiter? Die wahren Gewinner in einer Krise sind nicht die Großen und die Schnellen, sondern dazu gleich mehr. Ich habe in diesem Video drei Praxistipps für dich, die kannst du sofort in deinen Alltag integrieren. Und du kannst zum absoluten, ganz unabhängig wie deine Lebenssituation aussieht, du kannst zum absoluten Gewinner dieser Krise werden. Und wenn man jetzt so ein bisschen beobachtet und den Menschen ein bisschen zuhört, dann sieht man sehr schnell, es gibt jetzt so ein bisschen zwei Lager. Die einen, die suchen nach Möglichkeiten, sind offen und sind total flexibel, sind kreativ oder gehen in die Kreativität. Und die anderen erzählen dir, warum es nicht funktioniert, warum es jetzt schwierig ist, warum das jetzt alles einfach nicht möglich ist und warum sie so deprimiert sind. Was ist wahr? Deine Meinung, was glaubst du, was ist wahr? Ist es möglich oder ist es nicht möglich? Es ist unsere ganz persönliche Wahl. Ob ich jetzt offen bin, ob ich noch Möglichkeiten suche und ob ich meinen Fokus ganz klar ausrichte. Oder ob ich in die Depression gehe, ob ich in den Mangel reingehe, ob ich einfach meine Augen zumache und vielleicht die ganze Zeit kritisiere, was jetzt gerade alles passiert. Meine ganz persönliche Wahl. Und die triffst du und ich für jeden Tag neu. Also was ist deine Wahl? Offenheit, Kreativität, nach Möglichkeiten suchen. Und dieses nach Möglichkeiten suchen ist etwas ganz Entscheidendes. Denn sobald du nach Möglichkeiten suchst, zeigen sich dir Möglichkeiten. Und der nächste Punkt, Vergangenheit loslassen. Und du kennst sicher Menschen, die regen sich jetzt auf, warum das, was vorher war, noch vor vielen, vielen Monaten, dass das jetzt einfach nicht möglich ist. Und das Allerschlimmste, wenn wir jetzt darauf warten, bis es wieder genauso wird wie vor der Krise. Das wird nämlich niemals mehr passieren. Die Zeit geht nämlich nicht zurück, sondern nach vorne. Also jetzt ist es ganz wichtig, nicht nur seinen Fokus in die Zukunft zu richten, sondern seinen Fokus ins Hier und Heute zu richten. Schauen, was ist jetzt möglich? Was möchte ich jetzt anpacken? Wo kommt jetzt meine Energie? Was macht mir ein gutes Gefühl? Wo habe ich Freude? Was möchte ich anpacken? Also wieder seinen Fokus ganz klar ausrichten und seine Vergangenheit dahin tun, wo sie hingehört. In die Vergangenheit, sie ist vorbei, alte Türen sind zu. Also warte nicht, bis es wieder so wird, wie es vorher war. Denn das Warten bewirkt, dass wir sofort Energie verlieren. Also Fokus ausrichten ins Hier und Heute und schauen, wohin möchtest du gehen? Was ist dein Thema? Was ist dein Ding? Was kannst du jetzt anpacken? Was ist dein nächster Schritt? Was macht bei dir ein gutes Gefühl? Wo kommt Stimmung und Energie? Und Punkt Nummer 3. Gegen diesen Punkt verstoßen fast die allermeisten Menschen. Was glaubst du, was es ist? Die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber ich kann doch die Krise nicht annehmen. Darum geht's nicht. Nimm die Dinge an, so wie sie sind, und zwar wertungsfrei. Und dann wirst du merken, dein Fluss, dein Flow ist wieder da. Du hast wieder Energie, du hast wieder Ideen, du siehst wieder klar, du hast wieder Freude, es entsteht wieder ein innerer Fluss. Nimm die Dinge so an, wie sie sind. Und nimm auch an, dass du im Hier und Heute die meiste Energie hast. Nimm an, dass du in der Vergangenheit Energie verlierst, das heißt das Denken in der Vergangenheit. Und nimm an, dass du durch Widerstände, durch dieses Nicht-Annehmen-Wollen der aktuellen Situation die ganze Zeit Energie verlierst. Das schwächt dich, das schwächt dein Immunsystem, das schwächt alles in dir. Also nimm es an und brich auf in dein Leben. Bring deine PS auf die Straße. Mit diesen drei Punkten gelingt dir das viel, viel leichter. Du wirst wendig, flexibel und du wirst zum absoluten Gewinner dieser Krise.
Denn in einer Krise gewinnen nicht die Großen und die Schnellen, sondern die Wendigen, die Flexiblen. Menschen wie du und ich. Menschen, die sich sehr schnell und gut anpassen können. Menschen, die ihr Ding machen wollen. Menschen, die einfach neu durchstarten möchten. Und genau das wünsche ich dir. Und jetzt viel Spaß mit diesen zwei Videos. Das eine Video, raus aus der Angst. Und ich zeige dir in diesem Video ein Beispiel, was passiert, wenn wir in unserer Angst stecken bleiben. Eine sehr schöne Geschichte in diesem Video. Und das zweite Video, was in uns muss denn sterben, um leben zu können, um auf die nächste Stufe zu kommen, um neu durchzustarten. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon drauf. Pfiat dich!